Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Legion, Nachtgeborener Krieger. Wir sind zurück in Brackenwall mit Hilfe unseres guten alten Ruhesteins, den ich off-camera für euch benutzt habe, damit wir noch ein bisschen, ja, mehr aus dieser Episode rausholen können, nämlich ganze, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden. Wir, sind zu Krog zurückgekehrt und, haben auch unseren Level 47 geschafft und jetzt kommt eben die Grimm-Totem-Sache. Grimm-Totem Battleplan, der kann wahrscheinlich von einem von denen droppen oder so. Das sehen wir gleich. Wir sind auf jeden Fall erstmal auf dem Weg zurück zu den Grimm-Totems, ne? Und unterwegs kann man sich ja nochmal überlegen, ob wir nicht nochmal vielleicht einen Dungeon machen wollen irgendwann. Random Classic Dungeon. Naja, da sind jetzt halt alle drin. Aber es ist nicht so wahrscheinlich, dass wir jetzt in einen kommen, den wir schon mal gehabt haben, weil wir haben, glaube ich, nur die tiefschwarze Grotte bis jetzt besucht. Hier in den Düstermarschen gibt es überhaupt keinen Dungeon, von daher lohnt es sich nicht für diesen Dungeon hier, sich spezifisch anzumelden. Das, hat es nicht so wirklich in sich. Aber wir können uns mal überlegen, ob es noch irgendwie einen Dungeon gibt, den wir nochmal von innen sehen wollen. Ich glaube, da ist nicht so viel dabei, ne? Blackrock Deeps, Schwarzfelstiefen wären da bestimmt ganz nice für. Ah, ich muss die Waffen uns hier sichern. Ne. Damit wir auch ja genügend davon haben. Das ist eine wichtige Geschichte, liebe Leute. Waffen sind wichtig, um andere Leute zu boxen, glaube ich. Okay, irgendwie. So, gerade kommt das mit der Wut irgendwie nicht in Fahrt, habe ich das Gefühl. Da fehlt irgendwie ein bisschen was, ne? Wir sind noch nicht wütend genug. Hulk Smash! Ja, haben wir noch gar nicht, ne? Der gute Hulk. Als Vorvater der Krieger quasi. Als oberster Vorvater der Krieger. Ach, der schläft hier nur. Ich dachte, der liegt da tot. Ja, ne? So schnell kann es gehen, dass man jemanden für tot hält. Ne? Heute, also beziehungsweise gestern, ne? Pokémon Community Day, Lavita, lag auch jemand, der sich anscheinend gedacht hat, ist eine gute Idee, bei der Hitze ein Bierchen zu gönnen. Und der lag dann sehr regungslos auf einer Bank und ich musste sehr lange hinschauen, um zu sehen, dass der Mann überhaupt noch atmet. Hat er. Spoiler. Hat er, als ich dann nochmal vorbeigekommen bin, saß er dann aufrecht auf der Bank und hielt sich den Kopf, als hätte er einen Kater. Wer hätte das gedacht? Ne? Also in der Hitze, sich die Kante zu geben. Also gut, bei einem Bier kann man nicht sagen, die Kante geben, aber wer weiß denn, was der Gute vorher schon seinen Rachen hat drunter laufen lassen, von daher ist es nicht ganz so unwahrscheinlich, ne? Aber in dem Moment denkt man halt einfach nur, naja gut, selber schuld, gut, ne? Wenn du Bock drauf hast, mach's halt so, ne? So, wir wollen noch ein paar Waffen uns organisieren und wir haben hier noch einmal einen Ältesten der Grimm-Totem, also wenn der nicht die Kriegspläne hat, dann weiß ich auch nicht, ne? Wem würde man das denn geben, ne? Richtig seinem Chef, und wenn der Chef das nicht hat, dann weiß man auch nicht weiter. Wenn nicht mal der Chef weiß, wo es langläuft, dann ist der ganze Laden doch zum Scheitern eigentlich verurteilt. Und nein, der Chef weiß nicht, wo es lang gehen soll. Ne? Dann sind wir doch mal hier eigentlich genau richtig, um dem Chef mal zu zeigen, wo es lang gehen soll. Und irgendwas habe ich gerade nebenbei mitgetötet, was er so beschworen hat. Bisschen lustig. Ah nein, hat er nicht gedroppt. Die Grimm-Totem-Battle-Pläne können eigentlich gar nicht alle von denen droppen, nur. Die Ältesten nur können da droppen. Ja, interessant. Muss ich mehr Älteste töten? Ja. Ich glaube auch, ne? Ich glaube auch. Also ich habe letztens mal eine schöne Charmed Retrospective gesehen, ja, wo nochmal alle Staffeln von Charmed eben durchgegangen und die evaluiert wurden. Und die prinzipielle Schlussfolgerung der Referierenden, sagt man da Referierenden, der untersuchenden Personen jedenfalls, waren dann, die Ältesten sind Arschlöcher. Und das zieht sich quasi durch Charmed durch, neben anderen Dingen. Ja, aber wir wissen ja, alles ist kein Sexismus, wenn es um Männer geht, ne? Das ist wie Vergewaltigung. Männer können nicht vergewaltigt werden, das ist auch klar, weiß jeder. Und genauso ist eben, ist dieser Sexismus in Charmed auch nicht drin, weil Sexismus gegen Männer gibt's ja nicht. Ne? Gibt ja gar nicht. Kann man denn gegen Männer sexistisch sein? Das ist unmöglich.
Und das wissen die Leute auch. Und das wissen die Leute auch. So, die haben das nicht. Wo sind denn mal noch ein paar von den Ältesten? Wir kommen ans Ende vom Camp. Ich sehe keine. Ja, die Ältesten hatten keinen Bock, uns diesen Plan zu droppen. Dann sind wir wieder beim Thema, ne? Ältesten sind Arschlöcher. Wissen wir einfach. Und dann ist gut. Vier Grimm-Totem-Notizen. Oh, ich hab vier. Ja. Habe ich doch anscheinend alles gekriegt, was ich brauchte. Wunderbar. Gut, dass ich mitdenke und die Quests lese und weiß, was ich zu tun habe, ne? Also, ich entschuldige mich, ne? Jungs, habt da gut gemacht, gut gedroppt. Ich bin ein bisschen stolz auf euch. Läuft. So, jetzt wollen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir zurück nach Brackenwall kommen. Und schauen mal, wie viel EP wir jetzt kriegen. Ich glaube nicht mehr so viel. Ich glaube, das Gebiet ist relativ fertig. Wir müssten relativ bald das Achievement für die Düstermarschen bekommen. Ne? Ihr seht, noch die Connection to the Grim Totem, die noch fehlt. Und dann ist der Hase auch gelaufen. Ja, der Kegel ist gegessen und dann weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Ganz ehrlich. Ich mag eigentlich die Pestländer auch ganz gerne. Aber halt immer dieselben zu machen, ist halt auch ein bisschen doof. Pestländer sind wir, glaube ich, in einem anderen Let's Play auch erst durch. Also in Hashtag einem anderen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welcher. Sigurd Tabitha, da waren wir doch schon. Aber dann zurück zu der gehen. Ich meine, okay, aber warum zum Fick? Na gut, machen wir einfach. Läuft. In der Zwischenzeit Dunkelküste können wir, glaube ich, nicht. Dunkelküste ist, glaube ich, Horde nichts los. Ashenvale waren wir schon. Wir können ins Stonetail und Mountains gehen. Desolace habe ich auch und Feralas habe ich ewig nicht mehr gequestet. Die beiden könnte man mal machen. Ungoro habe ich letztens erst gemacht. Tanaris, Uldum, ja, das spielt zu hoch. An Kirash gibt es nicht. Silithus kannst du in die Tonne treten. Da gibt es auch keine Quests. Also ich würde mal sagen... Oh, da sind wir sehr gut über den Berg drüber gesprungen. Das sah ohne Zwischenlandung richtig nice aus, ne? Und die Spinnen und so, alle keinen Bock. Slowing Poison, ja, wunderbar. Wunderbar, man kann auch einfach nochmal geslowt werden bei der ganzen Tour. Warum eigentlich nicht? Aber das ist ja wirklich der erste fucking Hit, mountet mich einfach ab. Ja. Danke. Danke, Obama, an dieser Stelle. Danke, Obama. So. Wir wollten uns noch ein Questlied aus und ich glaube, also ich glaube, es wird Stonehill Mountains oder Feralas oder Desolace. Eins von den dreien habe ich auf Westliche Königreich noch irgendwas. Ja, hier sind meistens halt, ne, Alli-Gebiete. Blasted Lands habe ich auch ewig nicht gemacht. Finde ich aber auch nicht so spannend. Ich glaube, Feralas können wir mal gehen. Feralas ist glaube ich, ganz gut. Passt auch ungefähr in den Levelbereich rein, theoretisch. So. Okay, Tabitha. Race, Die und Post. Alter. Haben wir das nicht eben schon gemacht? Wir waren da eben schon überall, ne? Machen wir quasi nochmal dasselbe. Quasi. Also, na gut, wir haben sie nicht angesteckt. Stimmt schon. Aber gut. Die Questreihenfolge hätte man sich vielleicht besser überlegen können. So, retrospektiv besser überlegen können. Von daher, na gut, mal gucken, ob wir abmounten, wenn wir das Ding anzünden. Wir mounten ab. Hier ist doch das. Ich bin doch hier richtig. Muss ich da drin stehen? Ja, muss da drin stehen. So. Aber wir können natürlich. Oh, jetzt habe ich aber, glaube, eine Menge gepult. Ja, das wird mein Untergang sein. Glaube ich, wenn ich nicht ganz gut aufpasse. Wird das mein Untergang. Hui! Ja, sieht doch noch ganz gut aus. Alter, dieser Stun nervt ein bisschen. So, haben wir doch ganz gut überstanden, muss ich sagen. Ich hatte es... ehrlich gesagt, schlechter erwartet. So, Stirbtotem. Nice. Jetzt können wir noch in dieses Häuschen hier reingehen und das anstecken.
Und dann sind wir schon wieder fertig und können zurück zu der guten Tabitha, ne? Die alte Feuerteufel in Feuerteufel A. Feuerteufel Tatata. Na gut, hier liegen nur tote Allianzler rum, von daher, warum nicht, ne? Dürfen sie doch von mir aus machen. Also Allianz töten an sich, ne, als Hordler, nichts dagegen. Wir könnten auch eigentlich mal irgendwie PvP oder sowas machen. Lohnt sich das? Glaube nicht, dass sich das lohnt. Gibt aber 11.000 EP. Bringt uns das so viel? Ah, ich glaube auch nicht so viel, ne? Justice dispensed. Return to Croc. Ja, wirklich? Wirklich? Ja. Okay. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es besser, einfach nach unten weiterzulaufen. Mein Ruhestand hat immer noch 2 Minuten Cooldown. Ich glaube, da ist es schneller, einfach den Flugmeister unten anzuquatschen und hochzufliegen. Ja, auf dem Weg runter sind, glaube ich, weniger ekelhafte Mobs, so wie diese Spinnen und Viecher, die einen vergiften und verlangsamen. Von daher kommen wir, glaube ich, ganz gut durch. Würde ich mal behaupten. Wir sehen schon den Außenposten da vorne. Und ja, kann man sich ja mal gönnen. Und dann würde ich sagen, nach Feralas demnächst. Feralas. Oder können wir Feralas? Ja, 35 bis 60 läuft. Feralas können wir gehen. Und dann müssen wir uns halt noch mehr überlegen, ne? Weil wir können ja nicht einfach in Feralas bis 60 leveln. Das wird, glaube ich, eng. Ich schätze mal, Pan 50. Pan 50 wird hinhauen. Schätzungsweise. Aber ich glaube, mehr geht auch nicht. Goro können wir gehen. Wir können eigentlich ab jetzt alles gehen, oder? Winterspring. Die sind alle ab Level 40 jetzt. Okay, das heißt, wir haben eigentlich die ganze Map offen. Hinterland war ich auch länger nicht mehr. Oder Hillspread. Hillspread war ich auch länger nicht mehr. Obwohl, die hier, ja, da sind, glaube ich, nicht mehr so geile Quests. Aber wir können auch in den Geisterlande gehen. Geisterlande-Quests sind geil. Geisterlande-Quests sind mega geil. Red Ridge Mountains haben wir leider auch keine Quests mehr, ne? Was ist das hier? Das ist die Badlands. Da könnte man sich eventuell mal hinsetzen. Brennende Steppe habe ich lange nicht gequestet. Und hier auch. Syrian Gorge habe ich auch ewig nicht. Die beiden könnte man mal wieder machen. Ja. Und das war es dann, glaube ich, auch schon, ne? Also machen wir uns mal nach Feralas. Feralas klingt nach einem guten Plan. Es wäre schön, wenn sie irgendwie alles offen hätten. Ich könnte jetzt schon nach Nordend oder so gehen und mir das mal angucken oder so. Je früher man nach Outland kommt, desto besser für mich. Outland ist nämlich, ehrlich gesagt, meine Lieblingszone. So, wir wollen nach Feralas. Haben wir da irgendwie einen Flugpunkt, den wir direkt nehmen können? Das wäre natürlich Megatitte. Oder Elektro-Titte, ne? Wie der gute Gronk das sagen würde. Mal schauen. Gucken wir mal, ob wir nach Feralas fliegen können. Camp Moyache. Moyachi? Da können wir aber, glaube ich, die Quest nicht annehmen. Also wir müssten... Wir können hier auch nach Shadowprey Village fliegen. Und von da einfach nach Süden laufen. Nach Camp Ataya. Stonewall Hold. Ja, die drei Questgebiete gibt es da. Hier oben die Drachen sind gar nicht mehr da, glaube ich. Drachen des Albtraums. Weiß ich gar nicht. Habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Die waren, glaube ich, nur einmal da. Südliches Brachland war ich auch länger nicht mehr. Nördliches Brachland auch nicht. Finde ich auch nicht so spannend insgesamt. Winterspring. Winterspring macht auch Spaß. Ashara ist ganz cool an sich. Root-Mythos-Insel, Azumythos-Insel können wir natürlich auch nicht hingehen als Hordler. Silverpine Forest finde ich eigentlich ganz schön. Kann man mal machen. Tieresfall finde ich auch ganz... Oh, Tieresfall ist nur von 1 bis 20. Gehen die ganz Startgebiete, die skalieren wohl nicht mit. Das ist schade. Oder skalieren nur bis Level 20 mit. Kann natürlich sein. Finde ich ein bisschen schade, dass die schon die Startgebiete nicht nochmal machen können. Insel von Keldanas können wir auch nichts wirklich machen. Ja. Feralas ist wohl momentan unsere beste Hoffnung. Und wie ihr seht, fliegen wir gerade nochmal ganz schön hier nach Feralas rein. Also hier sehen wir nochmal den Fluss oder den großen See quasi, der jetzt 1000 Nadeln ist. Hier hat eine Tsunami quasi
quasi alles ein bisschen aufgespült. Von daher ist jetzt Tausendnadel so ein bisschen, ja, überwuchert, kann man fast sagen, von Wasser, nicht von Pflanzen. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir auch einfach hier eine Quest direkt annehmen und können uns von hier quasi rückwärts weiterarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie einen Questflow oder sowas gibt. Ob die uns vielleicht einfach zurückschicken dann. Ich habe keinen blassen Dunst. Free Wind. Ja, auch schön. Ich weiß nur, dass hier ein Eingang nach Diamond ist. Ja, das kann ich euch so sagen. Also Quests haben wir auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Feralas. Mit dem Adventure Guide. Pongoro Krater, Fellwood, Winterspring. Zulfarak. Gibt es aber so viele auch zur Auswahl, ne? Tanaris. Nee, also die haben leider nicht mehr die Startquests hier mit drin. Die muss man sich wohl wirklich bei dem Warchiefs Command Board eben holen, um sie dann zu bekommen. Krieg gegen die Baumpfoten. Hui! Fangen wir mit dem Krieg doch gleich mal hier an. Ja, der wollte wegrennen. Er zählte für mich natürlich nicht. Wunderbar. Na gut, eine Gnollmähne. Wahrscheinlich hätte sie einfach nicht gedroppt. Ja, das ist immer noch die andere Erklärung. Der Chief Spirit Thorn. Haben wir hier denn auch einen... wir sind ja eigentlich überhaupt... Wir sind überhaupt gar nicht da, wo ich dachte, dass wir sind. Nämlich im Gasthaus. Da sind wir nicht. Ja gut, dann müssen wir mal gucken. Wo ist denn das Gasthaus hier? Da ist der Briefkasten, da muss das hier das Gasthaus sein. Ganz logische Schlussfolgerung. Ne? Da ist der Briefkasten, hier muss das Gasthaus sein. Und einmal bitte den Ruhestand hier hinsetzen. Gorduni Hilgard. Okay, wir müssen theoretisch einfach immer nach Norden. Ich finde das auch echt schön, muss ich sagen. Also diese ganzen Flüsschen hier und Seen und Wasserfälle, das hat schon was, ne? So ein bisschen überwuchert alles von der Natur. Nur in WoW gibt es solche Bäume. Ne? Aber trotzdem cool. Hat man sich echt sehr schön dran Design, muss ich sagen. Also das Design generell, Level-Design von WoW finde ich immer ganz nice. Und sollte man sich so mal drauf freuen, auf das nächste Add-on auf BFA. Was ich davon bis jetzt gesehen habe, hat mich auch überzeugt. Ne? Ich spiele nicht so gerne Beta, nicht so viel, weil ich möchte mich echt nicht ausbrennen bei der Scheiße. Ne? Also ich teste auch ganz gerne mal, das ist kein Problem. Ja, aber so wirklich da jetzt wie Craft oder Bolias da halt so hart reinhauen und wirklich alle Gebiete in der Beta durchspielen, das ist einfach nichts für mich. Es ist ganz schön, Beta-Einladung zu haben. Freut mich natürlich auch immer. Ich mache da auch eigentlich immer ganz gerne was. Aber so, also wirklich viel mache ich nicht gerne. So die ganzen Artefaktwaffen habe ich ganz gerne gemacht. Mal so ein bisschen reingucken. Wie sind so die neuen verbündeten Völker und so. Das finde ich eigentlich ganz nice. Und auch so diese Szenarien für die verbündeten Völker würde ich auch gerne spielen. Die sind aber auch momentan eben noch nicht verfügbar, leider Gottes. Die kommen vielleicht noch. Also für die Makar-Orks und die Dunkleisenzwerge gibt es das Szenario quasi. Also man hat einiges datamine können, aber es ist eben noch nicht frei spielbar. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil diese Sachen würde ich halt gerne machen, weil die kann man eh nur einmal machen. Ja? Wenn ich mich da jetzt einzocke und dann auf live, ne, ist es halt so, dass sie dann eh nur einmal machbar sind auf live. Level ich nicht irgendwie Dutzende von Charakteren durch, sondern da level ich. Also, die schließe ich halt einmal ab, die Quest ist gut. Mehr ist da auch dann einfach nicht drin. Ja? Und wie ihr seht, ist hier dieser Pavillon und da unten ist der Eingang zu Diamond. Ja, falls ihr mal einen braucht, ist direkt hier. Und hier ist der Weg hoch. Was sollen wir tun? Gorduni-Oger töten. Ja, die Gorduni, ne, sind hier schön in Feralas geblieben, haben sich hier heimisch eingerichtet, ne, Ikea-mäßig. Da steht irgendwie Ulf und wie sie alle heißen, ne. Und, keine Ahnung, ich kenne null Ikea-Produkte auswendig mit Namen.
Da fragt er hier leider den Falschen. Ich glaube, Hemnes. Hemnes gibt's. Ich weiß auch nicht, was Hemnes ist. Ist Hemnes ein Schrank? Hemnes könnte ein Schrank sein. Klingt nach einem Schrank. Gibt, glaube ich, alles von Hemnes. Ich glaube, das ist so eine Reihe, ne? Bei Ikea gibt's ja auch Reihen. Und die heißen dann irgendwie alle so, aber es sind irgendwie unterschiedliche Sachen. Ich habe so ein Bett von Hemnes, ne? Oder ein Bett von Torben. Oder von Björn. Oder Hiltrud. Ja, Hiltrud ist immer toll. Hiltrud, ja, macht die besten Möbel. Ne? Also, keine Ahnung, was mit denen los ist manchmal. Aber gut, ne, wenn alles einen Namen hat, man fühlt sich auch so ein bisschen attached dann zu den Dingen, ne, dann schmeißt man so die weg, weil sie ja Hiltrud, gute alte Hiltrud, ne, kennen wir ja, die hat uns lange Jahre gedient und wäre zu schade, jetzt auszumisten. Ne? Also mein Schrank, den ich im Zimmer stehe, ist glaube ich auch von Ikea, da ist die Rückwand schon Ewigkeiten nicht mehr ganz dran, die ist schon sehr lose, der Schrank fällt fast auseinander. Ich habe ihn trotzdem noch, weil... Wisst ihr, was so ein Schrank kostet? Wisst ihr, was das dauert, wie das dauert, den Schrank aufzubauen, nur den alten abzubauen, die ganzen Kleidung darin rumzuräumen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Von daher, man sieht es eh nicht, es ist hinten dran, drauf geschissen. Bleibt jetzt so. Fertig. Ich glaube, wenn ich ausziehe, dann kann man sowas mal machen. Aber vorher, warum soll ich mir jetzt einen neuen Schrank gönnen? Nicht dann, das ist ja auch wieder die Sache, ne? Wenn man auszieht dann noch, ja, dann muss man den ganzen Shit ja nochmal umräumen. Ja, ist ja nicht so, dass man so einen Schrank nicht mitnimmt dann. Ja, der bleibt ja nicht einfach stehen, der wird einfach mitgenommen in die neue Bude und dann darf man den da wieder aufbauen und hier abbauen und das ist einfach nur nervig. Ja, das ist einfach nur nervig und mit diesem Schrankgeflüster entlasse ich euch dann ins, keine Ahnung, morgen quasi. Ne? Von daher macht's